So Leute, willkommen zum dritten Teil meines Let's Play XCOM. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Die Festplatte war leider voll. Wir sind gelandet hier und müssen nun das Ufer suchen und ja, schauen, was hier abgeht. Ja, da haben wir schon die ersten Gegner wieder mal. Selbstverständlich. Ah, wir können schießen. 10%. Der ist hinter einer vollen Deckung. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber Feld pushen. Hier auch wieder in Deckung. 1% bringt nicht viel, weil er zu weit weg ist. Gehen wir mal auf die Pistole. 30%. Ja gut, komm, einmal probieren wir's. Ziel steht noch! So, unser Scharfschütze. Der sieht natürlich gleich wieder beide. Jawohl, ein Treffer. So, unser schwerer Mann. Sogar erwischt, klasse. So, der flüchtet. Mal verfolgen. Neutralisiert. So, jetzt gehen wir mal hinterher. So, wie man sieht, hier ist das Ufer. Gegner da sind. Kann nicht stimmen. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Ja, volle Deckung. Das ist nicht schön. 28%. Versuchen wir es mal. Wir hatten sogar erwischt. Also. Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen,
müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich wolle aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Ein weiterer Sieg. Arsch rein. Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. So, hier haben wir die Fähigkeit Sprinter. Der Unterstützungssoldat kann sich 3 zusätzliche Felder weit bewegen. Oder Feuerschutz erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff, nicht nur bei Bewegung. Ja, mehr bewegen ist manchmal ganz nett, aber da ich eigentlich sowieso immer im Team unterwegs bin, auch mal hier den Feuerschutz. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit Taktikverständnis, bringt plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite. Oder aber Aggression gibt eine um 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Ja, da wir hier eigentlich öfters vorne sind, denke ich mal, die Deckung, die man haben, etwas besser. Okay. Hier sieht man, was man alles erobert haben. Das ist schon einiges. So. Scannen wir mal wieder nach Aktivitäten. Alien-Sicherheitswacht online. So, das ist fertig. Das heißt, wir können unsere ersten Aliens hier vermachen. So, jetzt schauen wir mal, Einrichtung bauen. Soll ich die Kontrollsendung? Energie hätte man genug. Allerdings fehlen uns noch die Ingenieure. Gut, dann warten wir noch etwas. Forschung, der Pulsbogen dauert noch was. Also gut, scannen wir noch Aktivitäten. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Okay. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So, schauen wir mal. Was sind wir dabei? Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Geht. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Okay, wir müssen eine Bombe finden und entschärfen. Schade.
Strike One. Der Rat hat Informationen, nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Neues Ziel erhalten. So gut, so machen wir die Bombe. Zum Deaktivieren. Ah, jetzt haben wir eine Runde mehr. Okay. Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Zum Angriff über. So, schauen wir mal, was hier vorne am Eck ist. Nichts. Mit dem Knoll bloß mit der Pistole. Feldpush rein. Der hat zwar eigentlich keine Deckung, aber ich hoffe, dass jetzt nicht gerade hier gerade einer ums Eck kommt. Hier ist wohl der nächste. Feldpush. Sieht man hier auch schon was? Hier sieht man. Ah, doch, hier drin ist was. Hier drin ist was. So. Dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Vorne, ach du Scheiße. Sind uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden Sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ich auch noch. Natürlich nicht. Das bringt uns ein paar Minuten.
einen ausgeschaltet. Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Noch ein Energieknotenpunkt weniger. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie sie. Wir haben ein neues Ziel. Scharfschütze! Mann! Energieknotenpunkt ohne Energie. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Strike One. Eine Welle X-Rays nähert sich Ihrer Position. Augen auf. Ziele wurden aktualisiert. Thank you.
macht Strike One. Die Energiesignatur der Bombe wird mit Null angezeigt. Naja, Sniper verloren. Aber das ist XCOM. Jo, 12 Tage verwundet. So, jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Entweder als Sanitäter, du kannst Medikits dreimal pro Gefecht einsetzen, oder aber Rauch und Spiegel ermöglicht eine zusätzliche Verwendung der Rauchkanale pro Einsatz. Ja, also da ist schon mal das Medikit bedeutend wichtiger. So, hier haben wir unseren Sturm. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch, oder aber die Chance auf kritische Treffer verfehlt gegen benachbarte Ziele. Der Bonus bringt sich zum Entfernen zum Ziel. Da war mit der eigentlich meistens sowieso Sprinten, treffen die meistens eh weniger. Von dem her schauen wir, dass wir natürlich, wenn wir nah dran sind, mehr Schaden machen. So, unser schwerer Mann hat einmal feuert eine Rakete durch die alle getroffenen Gegner die nächsten 4 Runden aus allen Quellen. 33% Schaden mehr erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Schießt einen Spezialschuss ab, der einen Reflexschuss auf ein Einzelziel ermöglicht. Die Treffsicherheit des Ziels verringert sich um 30. Schredderrakete oder Deckungsfeuer? Die Schredderrakete. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. So. Ein Tag noch. Fahrtsbericht 12 Tage. Okay. Ja, ich sehe gerade, die Zeit ist sowieso vorbei. Ich würde sagen, ich mache hier dann einen Cut. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.